Okay, wir gucken heute mal in den Summit rein hier. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Account überhaupt den Summit gemacht habe. Keine Ahnung. Okay, ich muss auf jeden Fall irgendeine alte Belohnung einsammeln, alles klar. Da ist ein Turinker Nitro-Mischer, den muss ich auf jeden Fall gleich mal anschauen. So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen mal erstmal ins Air Race rein, auf entspannt hier. Was kriegen wir überhaupt? Wir kriegen als extra Belohnung 45.000 Cash. Jawohl, endlich reich werden. Die gab es einmal, habe ich ein paar gekauft zum Hinstellen und Angucken. Das war's. Ich glaube, die Dose mit Verschluss gibt es nicht mehr. Da war nur so ein Special. Fand ich aber auch cool, weil das hat mich einfach an die alte Relentless-Zeit erinnert. Relentless Origin, früher beste Leben, Alter. Wenn er auch eine originale Relentless Origin Energy Dose hat mit Verschluss, halber Liter, die noch zu ist, Digga, ist bestimmt ein Fuffi wert oder so oder mehr. Ich habe auch noch Relentless, aber das ist ohne Verschluss, ganz normaler. Und die ist schon ein paar Euro wert. Okay, also bei der Strecke kannst du auch einfach nicht viel falsch machen, ne? Für die Leute, die noch Air Race Teile brauchen, ich habe meine ganzen Teile auf dieser Strecke hier gefarmt. Ich fand die auch am Anfang wirklich ultra schwierig, ey. Ich bin so scheiße gewesen. Aber ich habe hier so oft bin ich hier geflogen wegen den ganzen Teilen, die man damals farmen musste. Heutzutage brauchst du ja nicht mehr farmen. Kriegst ja alles im Arsch geschoben hier. Aber allein dadurch bin ich voll gut in der Strecke eigentlich geworden hier. Geht auf jeden Fall noch schneller, ne? Also ich glaube, 13 war hier mein normaler Rekord. Okay, dann würde ich jetzt mal hier ins... Warte mal, ist der Slalom hier? Ist der Boot oder... Ja, der ist mit Boot. Dann machen wir erstmal Alpha Grand Prix. Welche drin ist das hier? Kennen wir das oder... Ist das neu? Neu, Stage 7, glaube ich. Stage 7, okay. Boah, ja, das müssen wir doch auch wieder zwei, dreimal machen, um erstmal die Strecke hier checken, ey. Jo. Nitro ist schon mal durch. Uah. Nitro bringt gar nichts mehr hier gerade. Nur zum Beschleunigen bringt das was, wenn nach der Kurve. Ja, hätte ich die Wand jetzt nicht berührt, dann hätte es überhaupt nichts gebracht. Dann fahre ich ja Vollgas weiter. Oh, hier. Ah, hier musst du bremsen. Ja, Mann. 26, 27%. Boah, der Wagen ist so geil, ne? Richtig gut. Jo. Richtig nice. Ich finde immer noch irgendwie dumm und schade, dass man den Spear Racing hier nicht fahren kann. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Ich meine, so viel besser ist der jetzt auch nicht. Vielleicht ein Tick, ne? Aber nicht so übertrieben OP oder so. Oh, warte mal, warte, das muss ich jetzt gucken. Wir müssen das eh nochmal fahren. Kann man die platt machen oder nicht? Okay, kann man. Ah, das ist gut. Das ist gut zu wissen. Okay. Also ihr seht schon, Leute, hier macht es auf jeden Fall richtig Sinn, wenn ihr mindestens einen weiteren habt, mit dem ihr das machen könnt hier. Am besten, ihr habt eine komplette Crew voll. Weil ihr seid sowieso geghostet, ihr könnt euch gar nicht berühren. Und dann kann man richtig schön hier mit Windschatten durchheizen.
Aber die macht auch schon wieder richtig Bock, die Strecke, ne? Ja. Finde ich schon wieder geil. Wieder so auf 4,5 Minuten rauslaufen. Also alle rennen bis jetzt so ungefähr 5 Minuten. Okay, wir kommen sogar noch wahrscheinlich bei 4 Minuten an. Oh, das schaffst du ja sogar in weniger als 3,5. Ach, wahrscheinlich sogar, wir sind ja stehen geblieben, schaffst du vielleicht sogar in 3 Minuten. Ja, kommt drauf an, ne? Krass. Eine Herausforderung war 4 Minuten 42, Lul. Ist ja rückwärts fahren, Alter. Ja, das müssen wir nochmal machen. Ja. Ubisoft nochmal mit einem Zweier dabei. 10 Euro, wenn du bei Summit in den Top 50 kommst. Nee, Digga. Ja, also die Zeiten, wo ich hier so reinhassel, Alter, die sind vorbei. Also früher, wo das richtig Spaß gemacht hat noch viel mehr Spaß als jetzt, wo wir richtig reingehasselt haben, da war ich, das Schlechteste, was ich einmal gewesen bin, war Platz 35. Also das ist eigentlich kein Problem, aber nee, Digga. Dann spar dir den Zehner und gib deiner Freundin einen Döner aus oder so. So, jetzt waren wir 15 Sekunden schneller, muss aber fairerweise sagen, hätte es quasi solo gemacht, weil ich nur am Anfang kurz Windschatten von Türk hatte und danach war der wieder weg. Ja, ich habe ein paar Kurven verkackt, Alter. Okay, ja, dann gehen wir mal hier in den Zyklon. Okay, das wird auf jeden Fall ein Krampf. Das wird ein Krampf. Also Profi-Einstellungen für das Fahrzeug und auch natürlich für alle anderen Fahrzeuge, die ihr im Summit braucht oder generell alle Fahrzeuge, findet ihr bei mir im Discord. Wer das noch nicht wusste. Dem Wagen kann man schon mal ohne zu gucken die Profi-Einstellung drauf machen, weil das Ding fährt wie ein Stück Kacke. Das einzige, was cool ist an dem Wagen, ist so ein bisschen 50er Jahre Batman-Feeling hier, oder sowas auch. Was machst du denn da, Junge? Du hast mich gedreht, Alter. Was war denn das? Ja, komm, jetzt starten nochmal neu. Okay, nochmal neu. Oh, die rechte Seite ist auf jeden Fall besser hier. Ist das nicht diese Strecke, wo man auch normal diese alten Autos gefahren ist hier? Ja. Ist das hier alt jetzt oder Oho oder wie das heißt? Ja, jetzt geht's nur noch geradeaus. Na ja, gut, am Ende kommen noch mal richtige Kurven, ne? Ja, am Ende. Ist jetzt mit dem Auto auch nicht so geil dann. Kann man gleich ein bisschen kürzen. Also ohne Nitro kommt bei dem Ding auch überhaupt gar nichts. Boah, hier hätte man auch schon vor dem Checkpoint so leicht rechts dran vorbei und dann rüber. Egal. Ist geil. Man, der kriegt aber auch gar keine Kurve, ey. Nee.
Muss man schon ganz früh vorher einlenken, damit er das hinkriegt. Ja. Ich denke mal, das wird so reichen. Mal 26, passt. Okay, jetzt haben wir noch einen Street Race, dann fahren wir mal mit einem vernünftigen Auto hier. Ich muss die Zockerfolie wieder drauf machen bei dem, ey. So. Das wird ein Gallardo. Ach, da ist jetzt hier so ein Special-Rennen oder was? Ja. Special-Rennen bedeutet, ist dasselbe Rennen wie es schon seit 100 Jahren gibt, aber man ist hier geghostet. Genau. Erstmal gleich gucken, welche Strecke das überhaupt hier ist. Ja. Sagt mir jetzt gerade nicht so viel. Ah, okay, ja. Mit der scheiß Kurve hier. Wo immer alle geradeaus durchfliegen, so wie der Türke. Das ist mein Beste. Wenn ich bei Live Battle drankomme, hast du easy gewonnen, weil alle geradeaus fahren. Ja, Mann. Junge, ich hab schon früh genug gebremst, Alter, dann war ich kurz in der Luft. So, Leute, auch für den Wagen kriegt ihr die Profi-Einstellung im Discord, natürlich. Bei der Strecke müsst ihr aber ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht auf der Wiese fahrt hier. Also hier muss man schon echt ganz gut lenken können mit dem Auto, was man benutzt hier. Und wenn jedes Mal auf die Wiese kommen, zieht immer direkt km/h ab. Ja, guck mal, ich könnte. Oh, Junge! Wieder zu lange im Acker gewesen mit einem Reifen. Ne? Das Ansprechverhalten von der Lenkung bei dem Wagen ist echt krass. Muss ich erstmal drauf klarkommen, ey. Gerade mit dem Pimmelding gefahren, dann jetzt mit dem hier ist schon eine krasse Umstellung. Du fährst jetzt den Huracan, ne? Ja. Ja, hier könnt ihr das Auto nehmen, was ihr am liebsten fahrt. Einfach ist ja hier scheißegal. Huracan, Gallardo geht immer. €126, okay, reicht. So, Jet Sprint. Ich muss erstmal pinkeln. Kleine Pipi-Pause hier. So, Jet Sprint, jalla. Oh, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier noch die Abkürzung geht, ey. Aber eigentlich müsste die Abkürzung noch gehen, muss ich mal gucken. Also hier sowieso direkt nach rechts. Das ist mal ein bisschen scheiße hier, weil dann ist das so dunkel. Man denkt so, okay, man fährt jetzt safe vor eine Wand. Ich hab direkt mal verkackt. Egal. Ich starte neu. Nee. Lass mal gucken, ob die Abkürzung noch geht da hinten. So. Da finde ich es immer richtig schwierig dann. Man muss wirklich in das Dunkle einfach reinfahren, obwohl man denkt, da ist eventuell eine Wand. Einfach reinfahren. Abkürzung geht nicht mehr, lol, geht nicht mehr. Wir haben den Checkpoint anders gesetzt. Okay. Ja, Mann. Krass, da hätte mich noch nie lang gefahren, keine Ahnung, wie das da geht. So, jetzt aber hier. Ein bisschen links halten, damit ich auch mal den Checkpoint hier kriege. Perfekt. Jetzt habt ihr 2 oder 3 Runden? Ich glaube 2. Na, hoffe ich mal. 3 Runden keinen Fehler zu machen, ist schwierig hier bei der Strecke. Vor allem jetzt hier, die Kurve, Alter, da weiß ich gar nicht. Ja, ich hab schon verkackt, Alter. Okay, das geht so, okay.
Also ja, hier bei der Runden. Strecke, Leute, Top-Tipp Nummer 1, sauber fahren. Benutzt da auch bei kritischen Sachen einfach gar kein Nitro, weil dann denke ich mir so, nee, Digga. Fahr ich lieber sauber und mach dafür keinen Unfall. Hier jetzt zum Beispiel, hier fahre ich ohne Nitro. Zieh, Junge! Boah, das geht aber viel schneller noch, ey. Schon mal ein guter Anfang. Das war sogar mal eins, mal unter 20, unter 1,20. Ich mach's nochmal. Nächste Runde 1,30. Es geht immer noch schneller, aber das ist echt, ich finde das sehr anstrengend. Also scheiß drauf. Dann gehen wir erstmal noch ins Powerboot hier. Was kriegen wir da? 7 goldene Powerboot-Teile. Guck mal, hier auch geil. Man hat ja für das Jet-Sprint und für das Zyklon hat man jeweils 150.000 Follower bekommen, ne? Meiner Meinung nach die beklopptesten Events hier, ne? Ja. Also wenn man jetzt so ein Typ ist, der sagt, okay, ich mache hier so wenig wie möglich, um das beste Ergebnis zu erreichen, dann würde man wahrscheinlich dieses Zyklon-Scheiß-Ding nicht fahren und Jet-Sprint auch nicht, weil das anstrengend ist und nervig. Und genau bei den beiden Rennen kriegst du 150.000 Follower, so als ob die das so einfach wissen. So, die wissen ganz genau, Digga, den Scheiß-Zyklon, den willst du gar nicht benutzen, aber da geben dir die 150.000 Follower, dann musst du den benutzen. So ein Ding ist das nämlich. So. So. Das Powerboat-Rennen sagt mir auch überhaupt gerade gar nichts. Aber wer mit dem Boot nicht so gut klarkommt, oder auch wenn nicht, würde ich auf jeden Fall Profi-Einstellungen drauf machen bei dem Ding. Lohnt sich. Ist mein Jetstream eigentlich auch geghostet oder mehr hast du da Auswirkungen? Ich habe Auswirkungen. Echt? Oh, das ist ja dumm. Wir sind ja hier nicht geghostet. So. Okay, dann kann man das Rennen vermutlich lieber solo machen hier. Ja. Oh, hier ist ein Checkpoint, scheiße. Alter, das Boot ist so popelig, also du berührst die roten Dinger, du wackelst direkt hin und her. Ja, Mann. Hier kann man links ein bisschen springen. Wenn man möchte, kannst du auch außen rumfahren. Na gut, voll verkackt. Jetzt musst du hier am Ende aufpassen, da kommt gleich der Steg erst 2 Meter vor dir. Ich weiß. Hier. Oh, ich hasse das. Ich glaube, ist aber, glaube ich, ein bisschen besser geworden. Früher kam das immer erst, als ich schon da war. Ich weiß noch, wo man hier mit der Frauscha fahren müsste. Der Frauscha ist besser, das Ding ist kacke. Ach ja, das muss jetzt eigentlich auch nochmal machen, ne? Das ist schon wieder nervig, ey. Na gut. So, nochmal eine Runde mit Profi-Einstellungen. Hatte da irgendwelche falschen drin? Schon mal besser. Reicht. Okay, Radarfalle. Also da, wo man gespawnt wird, einmal umdrehen und dann erstmal zurück hier. So. Und das ist die Frage. Entweder man startet von hier oder man fährt lieber ein bisschen weiter rechts da hinten auf diesen Fahrradweg. Wir machen erstmal von hier. 3, 2, 1, los. Ey, meiner fährt nicht. Der ist jetzt erst angegangen. Boah. Der Wagen war noch aus. Huch, ich drück auf R2, passiert einfach gar nichts. Perfekt. Einmal mit Profis arbeiten nochmal. 3, 2, 1, los. Nitro. Oh, sehr gut. Sehr. Oh! Er hat gezählt noch. Bei dir, Alter. Er hat's noch gezählt, perfekt. Richtig gut. Glück gehabt. Boah, ich bin schon so ganz so nach links gefahren, aber eigentlich wäre ich im Auto drin gewesen. Okay.
Ja, da kam schon so die 31er NPC-Autos, aber Glück gehabt. Ja, das ist okay. So, ich mache erstmal hier den Offroad-Slalom. So. Mal gucken. Einmal war das letzte Mal im Summit hier und da habe ich das, glaube ich, auch zum ersten Mal gemacht. Aber da war es noch schlimmer, da war es noch richtig dunkel. Hä? Wie rum muss ich? Bin ich jetzt falsch rumgefahren? Ja, ich bin falsch rumgefahren. Perfekt. Cool. Ja, das haben die doch extra dahingestellt. Sag mir, was du willst, das Ding haben die da extra hingestellt. Nur um dich abzufacken. Ja. Das ist so sinnlos, das Teil da. Einfach mitten im Weg. Metallkorb. Oh. Okay. Also ich denke mal, mit dem Punktebrecher müsste trotzdem reichen. Ja. Ist okay. So, jetzt haben wir noch den Wasserslalom hier. Die Platinbelohnung ist voll Schmutz. Ganz ehrlich, ich habe nicht mal geguckt, was es hier überhaupt gibt. Also Slalom auf dem Wasser nehme ich normalerweise immer die MK1. Aber wir können mal gucken, ob es mit dem Ding auch hier funktioniert. Dann wären wir auf jeden Fall schneller. Ja, guck, jetzt habe ich... Ja, da! Ach, Junge. Das wäre jetzt wieder kein Problem gewesen mit der MK1, die Kurve. Ist halt ein bisschen fett, das Ding hier. Oh! Jo! Okay, ich bin im Ziel. Aber das mache ich nochmal. Reicht schon, aber aus Prinzip nochmal mit der MK1. Aber es ist einfach einfacher mit dem Ding. Du bist zwar nicht so schnell, aber es ist viel einfacher, damit die Kurven hier zu kriegen. Ja, die Lenkung ist gut. Ja. Agilität hier auf dem Wasser 1 plus mit Sternchen. Guck mal, wie schön das hier geht, Alter. Easy Schneck. Jalla, rein ins Ziel. Guck mal, jetzt schon mehr Punkte. Ja. Ist einfach besser, damit Slalom zu machen. So, ah, punktemäßig lohnt sich nicht, aber trotzdem aus Prinzip, ne? Weiter. So, was haben wir noch hier? Ach, das war's schon. Och, Digga, jetzt fehlen mir noch vier. Ne, noch nicht mal. Noch nicht mal 4000 Punkte für 1300 Sammelpunkte. Nee. Also, die muss ich jetzt irgendwo hier noch rausholen. Weiß noch nicht wo, aber irgendwo müssen wir die jetzt noch rausholen. Scheiße, okay. Ihr seid auch so. 31, Alter. Eigentlich habt ihr recht, aber egal. Scheiß drauf. Oha, lol, da war ein Nilpferd. Habt ihr das gesehen? Da war was im Wasser, aber man hat den Rücken gesehen. Oi! Nicht schlecht. Das war schon mal ganz gut. Geht besser, aber war schon mal ganz gut. Hey! Oh! Zieh, Junge! Oh! 1, 2, 20!
Digga, einfach der Boss. Sag mal, was du willst. Da sind die restlichen Punkte. Sogar noch mehr. Geht aber noch schneller, ne? Geht noch schneller. Aber das ist jetzt egal. Ich will nur die 1,3 haben. Bruder, da. Da sind die 1,3 Millionen. Fertig. So, Arsch lecken. Jetzt pissen.